Guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Mein Name ist Marc von Weissenfluh und ich werde in Zukunft abwechslungsweise mit der Tanja Gutmann für euch das Golfstudio moderieren. Mehr als 2 Millionen Schweizerinnen und Schweizer sammeln Superpunkte. Und für die habe ich heute eine gute Nachricht. Zuerst besuchen wir aber Leute, die besonders viele Punkte gesammelt haben und fragen sie, für welche Superprämien sie die sparen. Wir reisen sehr gerne und es freut uns, mit unseren Superpunkten von ohne Reisegutschein einzulösen. Ich habe gedacht, eine Thermosflasche, das fände ich super. Die ist unzerbrechlich, ist sehr schön klein. Für mich ist das praktisch, ich bin sehr viel in den Bergen unterwegs. Oder sonst habe ich gesehen, es hat Tupperware-Schüsseln. Das finde ich auch genial. Die schenke ich meiner Schwester, die hat jetzt gerade eine Wohnung eingerichtet. Also vor allem für Gartenartikel. Und besonders jetzt für den tollen Schirm, den ich im Katalog gesehen habe für eine Frühling. Seine Wunschprämie bestellen kann man übrigens mit dem Bestellformular aus dem Katalog, über das Internet oder direkt im Laden an der Superbox. Es geht ganz einfach. Die Supercard an der Superbox einlesen, dann das Feld Prämie bestellen antippen und dann geht es Schritt für Schritt zur Bestellung. Vom nächsten Sonntag an kann man auch beim Telefonieren mit Swisscom Fixnet Superpunkte sammeln. Ich bin jetzt in Verbindung mit dem Benedikt Bachlatko, dem Verantwortlichen bei Coop für die Supercard. Guten Abend, Bachlatko. Guten Abend. Wie geht das mit diesen Superpunkten und dem Telefonieren? Alle Supercard-Inhaber, die von dem Swisscom Fixnet-Angebot profitieren wollen, können sich direkt bei Swisscom anmelden, entweder über eine Gratis-Telefonnummer oder über das Internet. Für alle Gesprächsgebühren auf der Swisscom Fixnet-Rechnung werden dann Superpunkte gut geschrieben. Pro Franken gibt es einen Superpunkt. Das heisst also, wer viel telefoniert, bekommt da viel Superpunkte. Ja, genau. Jetzt kommt man noch schneller auf die Punkte, die man für seine Wunschprämie braucht. Die hätte also in diesem Gespräch mit euch schon wieder einen halben Superpunkt gewonnen. Das ist richtig. Und im Übrigen offeriert Swisscom Fixnet für den Monat Februar sogar fünffache Superpunkte. Es lohnt sich also ganz besonders, wenn man sich jetzt sofort anmeldet. Danke, Herr Bachlatko. Und wir kommen zu unserem nächsten Thema. Damit wir jeden Tag frisches Brot geniessen können, müssen andere früh aufstehen. Die erste Brotbestellung ist nämlich längstens da und Gestell aufgefüllt, wie morgen der Laden aufgeht. Weil aber nicht nur Frühaufsteher gerne frisches Brot essen, haben unsere Bäcker vorgesorgt mit sogenannten Auspackstellen direkt in den Läden. Das Verkaufspersonal kann dort verschiedene Sorten je nach Bedarf laufend frisch backen, und zwar bis zum Feierabend. Vorbereitet wird alles in einer Bäckerei. Automatisch und aufs Gramm genau abgemessen werden die verschiedenen Zutaten gemischt, gerührt und zum Teig geknetet. Dann zu Gipfeli, Pariserbrot, zu Butterzöpf oder zum beliebten Bagnolbrot geformt. Vieles ist ohne Handarbeit, denn so etwas kann auch die beste Maschine nicht. Während die Gipfeli oder auch die Zöpfe tiefgekühlt und zum Abtransport in die Läden bereit gemacht werden, kommt das Bagnolbrot schon mal zum Vorbacken in den Ofen. Jetzt muss es vom geschulten Personal in der Verkaufsstelle nur noch ganz kurz ausgepackt werden. Frisches Brot bis zum Feierabend ist also garantiert. Was ist aber zum Beispiel am Sonntagmorgen, wenn die Läden zu sind? Das Zauberwort heisst Frischbackwaren. Schnell im Ofen aufpacken sind die beliebten Gipfeli oder Weckli im Huibarat zum frisch und knusprig geniessen. Neu gibt es jetzt auch Frischback-Krustenbrötli und Frischback-Siebenkornbrötli. Die sorgen für noch mehr Abwechslung am Morgentisch. Ein Teil des Coop Frischbachwarensortiment muss man übrigens nicht mehr im Kühlschrank aufbewahren. Das spart viel Platz und man kann so dort mitnehmen, wo es keine Kühlmöglichkeiten gibt. Zum Schluss noch ein paar Aktionen, die ihr sicher gut brauchen könnt. 6 Liter Orangensaft kostet 3,90 Franken. 4 Berliner gibt es für 1,80 Franken und Nivea Shampoo Volume oder Glanz im Trio-Pack für 7,40 Franken. Das war es für heute. In einer Woche machen wir einen Abstecher nach Südamerika auf Bananenplantage von Max Havelaar. Mich würde es freuen, wenn ihr dann auch wieder dabei seid. Ich wünsche euch einen ganz schönen Abend und auf Wiedersehen miteinander.